Gelesen aus 365 mal R von Wilhelm Busch. 4. Mai. Wirst du denn unter den Toten Wunder tun? Psalm 88, Vers 11. Hier spricht ein Mann, der entdeckt hat, dass Gott wirklich da ist. Und nun tastet er sich geradezu an Gott heran, um zu erfahren, wie denn Gott sei. Dabei macht er ungeheure Entdeckungen. Es sind Entdeckungen, bei denen seine Vernunft dauernd protestiert. Das kann doch gar nicht sein. Wirst du denn unter den Toten Wunder tun? Man spürt dieser Frage an, dass die Vernunft erklärt: Das ist ausgeschlossen. Wo der Tod gesprochen hat, da kann Gott doch nichts mehr machen. Aber man spürt der Frage auch das an, dass der Mann seiner Vernunft nicht mehr traut und denkt: Vielleicht kann Gott doch sogar unter Toten Wunder tun. Und in der Tat ist es so. Gott tut auch unter den Toten Wunder. Das werden wir alle einmal merken, wenn die letzte Posaune ertönt und der Herr die Toten aus den Gräbern ruft. So oft ich über einen Friedhof gehe, muss ich denken: Wie wird das sein, wenn es hier heißen wird: Heraus aus den Gräbern? Oder wie es der Dichter und Bildhauer Barlach in einem Schauspiel rufen lässt: Heraus, ihr Toten, keine Verwesung vorgeschützt. Er tut Wunder unter den Toten. Er tat es, als er am Ostermorgen seinen Sohn, unseren Herrn Jesus, aus dem Grab rief, dass die Kriegsknechte ohnmächtig wurden. Ja, er tut Wunder unter den Toten. Es gibt auch geistlich Tote, Menschen, denen Gott unsagbar gleichgültig ist, die vom Beten nichts erwarten und alles andere interessanter finden als die Bibel. Es ist herrlich, wenn Gott durch seinen Geist solche Toten erweckt, dass sie hungern und dürsten nach der Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Herr, du Lebensfürst und Todesüberwinder, überwinde allen Tod in mir. Amen. Ich kann dir deinen Weg zum ewigen Leben gerne zeigen, aber klingeln musst du schon selbst. Jesus wartet auf dich. Sprich mit ihm im Gebet und lade Jesus in dein Leben ein. Du wirst sehen, er wird dir antworten. Herzlichen Dank für dein Abo, deinen Daumen hoch und deinen Kommentar. Teile gerne meine Videos, somit erfahren mehr Menschen von Gott. Weitere Informationen findest du in der Infobox unterhalb vom Video. Jesus Christus segne dich.